Erst 65 Jahre später, 65 Jahre nach jenem 7. März 1933, kommt es zum symbolischen Kniefall und der späten Entschuldigung. Als Giuseppe Sinopoli im Festakt zum 450-jährigen Jubiläum der Sächsischen Staatskapelle im Jahre 1998 die Festansprache hält, findet er so ergreifende Worte, dass sich seine tiefe innere Bewegung auf das gesamte Auditorium überträgt. Diese eindringlichen, so von Herzen kommenden Gedanken werden, gemeinsam mit dem Tannhäuser-Film, zum geistigen und emotionalen Zentrum der Jubiläumsfeier. Und alle fühlten wirklich zurückgerufen, zurückgekehrt, war er in dieser unvergesslichen Stunde des 22. September 1998. Eberhard Steindorf, der langjährige Konzertdramaturg der Sächsischen Staatskapelle und persönlicher Referent Giuseppe Sinopolis, erinnert sich. Und so saßen wir an einem Märztag des Jahres 1998 im verdunkelten Zuschauerraum des Opernhauses und ich beobachtete, wie Sinopoli nach einer anstrengenden Vormittagsprobe wohl interessiert, aber auch mit etwas Skepsis dem bevorstehenden Experiment entgegensah. Es bedurfte allerdings nur weniger Takte und er war plötzlich nicht nur ganz hellwach, sondern wie elektrisiert von den Tönen und Bildern, die ihm da entgegenkamen. Er schien je länger, je mehr überwältigt von der starken Autorität und suggestiven Ausstrahlungskraft Buschs, von der Vitalität und Sensibilität, mit der dieser Dirigent das Orchester anführte und inspirierte, und nicht minder von der totalen Hingabe, dem Musiziertemperament, der Disziplin und der reichen Klanglichkeit der Kapelle, die jetzt seine Kapelle war. Nach der Vorführung äußerte Sinopoli nur sichtlich ergriffen, dass er im Festakt einige Worte über Fritz Busch sagen werde. Mich bat er bald darauf um detaillierte Informationen, selbstverständlich vor allem zu Buschs Dresdner Zeit. Es hatte sich seit langem so eingespielt, dass Sinopoli mir seine Briefe bzw. jegliche schriftliche Äußerung, die Dresden betraf, mit der Bitte zu lesen gab, einen möglicherweise etwas hilfreichen Blick auf sein zwar gutes, aber nicht immer ganz schriftgemäßes Deutsch zu werfen. Von seinem Busch-Vortrag jedoch hörte und sah ich nichts. Es war offensichtlich, dass er ihn als ein sehr persönliches Bekenntnis verstand, dass er nicht nur ganz eigenständig ausarbeiten oder besser sagt man wohl, sich abringen musste, sondern dass es auch kein Dresdner vorher zu Gesicht bekommen sollte. Als Sinopoli schließlich im Festakt die Rede hielt, übertrug sich seine tiefe innere Bewegung auf das gesamte Auditorium. Diese eindringlichen, so von Herzen kommenden Worte wurden gemeinsam mit dem Film zum geistigen und emotionalen Zentrum der Jubiläumsfeier. Die Sächsische Staatsoper hatte Fritz Busch zwar 1990 anlässlich seines 100. Geburtstages posthum zum Ehrenmitglied ernannt, die Staatskapelle hatte ihn mit Konzerten in Dresden und in seiner Geburtsstadt Siegen geehrt, aber wir fühlten, wirklich zurückgerufen worden, zurückgekehrt war er in dieser unvergesslichen Stunde des 22. September 1998. Es war Giuseppe Sinopoli leider nicht mehr vergönnt, sein Versprechen einzulösen und, wie er es formuliert hatte, den Faden dort wieder aufzunehmen, wo er abgeschnitten wurde, nämlich bei der Rigoletto-Katastrophe des 7. März 1933. Noch bevor er als designierter Generalmusikdirektor den geplanten Zyklus konzertanter Aufführungen von Opern Giuseppe Verdis in der Semperoper beginnen konnte, riss ihn der Tod am 20. April 2001 plötzlich aus seinem schaffensreichen Leben. Geschehen in Berlin während einer Vorstellung von Verdis Aida.